Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review und einem neuen Unboxing. Ich bin der Celi und heute stelle ich euch Pantro vor. Nein, eigentlich nicht. Es sollte eigentlich eine Pantro-Review werden, weil das die Figur ist, die ich als erste bestellt habe, nachdem ich so begeistert von Lion-O war. Aber wie es mein Pech mit diesen Figuren wollte, habe ich mir diesen Pantro bestellt und dem fehlten leider beide Beine, beziehungsweise die fehlten nicht, sondern ich habe ihn aus der Packung geholt, die Beine quasi angefasst berührt und dann sind sie beide abgebrochen, erst das linke, dann das rechte und dann musste ich schweren Herzens meinen Pantro irgendwie zurückschicken. Das hat sehr gut geklappt, weil ich das halt bei einem einschlägigen Versandunternehmen bestellt habe, da möchte ich nicht meckern, aber ich habe mich nicht getraut, noch einen Pantro nachzubestellen, das heißt, es ist bei diesem Classic Pantro, den ich besitze, geblieben. Allerdings als Erinnerung habe ich die Waffe noch. Das ist doch klasse. Naja, aber heute soll es nicht um Pantro und mein Pech gehen, sondern um Mumion oder Mumra, wie der im Englischen heißt. Machen wir mal einen Fokuswechsel. Zack. Die Figur stelle ich euch heute vor und packe sie mit euch quasi zusammen aus. Und vergleiche diese natürlich auch mit der Originalfigur, mit der Originalinkarnation aus den 80er Jahren. Das steht uns bevor. Bevor ich aber irgendwas anderes mache, schauen wir uns nochmal die Packung an, weil wenn die offen ist, ist die offen. Hier, Mumra. Der englische Name wurde ja eher spät für den deutschen Markt synchronisiert mit Mumion, der unheimliche Anführer der Gegner der Thundercats. Auf der dritten Erde, wie auch immer. Hier sehen wir ganz nettes Artwork. Ich kann auch nur empfehlen, wenn ihr comic-affin seid. Es gibt kaum schlechte Thundercats-Comics in meinen Augen. Gut, jetzt die, die in Deutschland erschienen sind vor 100.000 Jahren in den 80ern, die seien vielleicht mal ausgenommen. Ich glaube, Condor oder so. Selbst die müssen aber nicht zwangsläufig schlecht gewesen sein. Aber alle US-Comics, die erschienen sind, so Image oder die die anderen, ich glaube, es gab sogar ein Crossover gegen War of the Planets, beziehungsweise auch ganz gegen Superman. Und das letzte, das kriegt man hier sogar an den Bahnhofskiosken, das ist halt gegen He-Man. Ist wirklich eine Kaufempfehlung. Hier, dazu zu der Art, ist der Mumion. Hinten drauf, nichts großartig Detailliertes, nur hier angekündigt, beziehungsweise dargestellt die Wave 1 mit dem großartigen Lion-Owl, mit dem beinlosen Pantro, Mumra und Slythe. Und in der zweiten Wave soll dann Tigra, Chitara, Monkian und Jackalman folgen. Und ich hoffe, dass die zweite Wave folgt, weil sehr viele Leute haben ihren Unmut bezüglich der Figuren getan. Ich selber habe auch eine Review zu Pantro, eine etwas enttäuschte Review zu Pantro auf jeden Fall verfasst bei dem Amazonas liegenden Versandhaus. Naja, das ist die Packung, recht unspektakulär, wenn man sie von vorne sieht, auch nicht schlecht vom Design. Leute, die das verpackt halten, seien wieder gewarnt. Ihr seht hier, das ist angestoßen. Das ist eigentlich eine brandneue Figur. Die habe ich per Amazon zugeschickt bekommen. Im Gegensatz jetzt zu GameStop nicht in einem Luftpolsterumschlag. Aber in dem normalen, ihr wisst ja, diesen zusammengepappten Karton. Und der scheint hier doch das ein oder andere mehr erlebt zu haben auf dem Fließband, wo der irgendwo angestoßen ist oder irgendwo hing. Das heißt, für Leute, die verpackt sammeln, lieber bei irgendwelchen Comic-Shops oder anderen Importeuren bestellen. Und jetzt machen wir das Gerät auch mal auf. Da liegt der Gute und dem rücke ich mit meinem einschlägigen Cuttermesser zur Leibe. Versuche möglichst wenig von der Packung mitzunehmen und auch natürlich die Figur heilen zu lassen. Aber da bin ich eher semi-begabt. Muss ja auch schnell gehen. So, jetzt haben wir es gleich durch. So, ein einfacher Blister. Hier sehen wir die Figur und die kommt mit einer Waffe. Das ist nicht schlecht. So, das lasse ich mal beiseite. Ach ja, nur mal zum Vergleich wollte ich mal reingehalten haben. Hier die Karte. Die ist eigentlich 1:1 genauso groß wie die von den Super 7 Figuren, obwohl das ja eigentlich nicht die gleiche Firma eben ist. Aber die kannst du aufeinander legen und wirst da keinen Größenunterschied feststellen. Nur hier, wo das ausgestanzt ist, seht ihr,
Das ist der einzige Unterschied, aber ansonsten 1 zu 1, wahrscheinlich beim gleichen Papierhändler geordert. Wollte ich nur mal so einwerfen. So, und hier haben wir Mumion den Guten. Das erste, was ich eben ausprobieren muss, ist ganz vorsichtig Bein links, Bein rechts. Oh, das knackt schon so. Ja, also viel Bewegung werde ich draußen nicht holen. Bleibt halt so stehen, aber bevor ich sie abreiße, bleibt so. Und jetzt sehen wir uns die Figur und die Waffe mal näher an. Ist, glaube ich, eher so ein moderner Zeichentrickfilm nachempfunden als dem Oldschool. Mumion hat auf jeden Fall ein erschütterndes Gesicht. Helm lässt sich nicht abnehmen. Der ist fest markiert. Allerdings frage ich mich auch, warum man die Figur ohne Helm haben wollen würde. Gibt ja gar keinen Sinn. Was ein bisschen erstaunlich ist, dass man das hier, also diese Mullbinden, nicht auch hier oben am Kopf festgemacht hat. Die sind hier festgeklebt über dem, sag ich mal, Logo von Mumion oder Mumra. Das ist jetzt nicht so die beste Idee in meinen Augen. Die Arme wirken auch so ein bisschen mit Abstand hier drauf gemacht. Das ist nicht so optimopti. Ansonsten habe ich nichts zu meckern. Nettes Cape, das sich bis zum gewissen Grad halt hier hochnehmen lässt. Ist hinten verklebt. Und wie gesagt, ich bin schon froh bei diesen Figuren, wenn die Beine dran sind. Finde ich einen sehr guten Gegner in Proportion für, sage ich mal, hier Lion-O. Auch um die Proportionen euch mal zu zeigen. Hier, da ist ja der Pantro. Also wenn du das Original irgendwie siehst, das hole ich jetzt mal bei. Hier ist der Original-Mumion. Guckt mal, was für ein Zwerg der Pantro. Und das sollen halt zwei Figuren aus der gleichen Linie sein, darstellt. Also das ist irgendwie recht unfair. Da finde ich es dann doch gut, dass in dieser neuen Serie die Figuren recht ähnlich modelliert sind. Aber um Pantro geht es nicht. Es geht hier um Mumion Mumra. Genau wie beim Pantro habe ich hier so ein bisschen Schwierigkeiten, die Figuren in ein Bild zu kriegen, eben weil die Oldschool-Figuren doch so riesig sind. Der kommt mit einem ähnlichen Schwert. Das soll wohl aus der Zeichentrickserie das Plunder-Schwert darstellen, also wie das Thundercats-Schwert des Sword of Omens. Es ist fast so mächtig, es ist halt nur die böse Variante des Ganzen mit der Schlange. Und hier das Beigelegte, das gehört dem Sword of Plunder, wird zur Zeit ähnlich, aber ich glaube, dass es so eine Doppelklinge war. Und hier dem originalen 80er hat man nur so ein einfaches Schwert beigegeben, aber man hat dann Mumion noch so ein Dolch gegeben. Hier oben konnte man früher den Helm noch abnehmen, das kannst du jetzt nicht mehr, aber finde ich eben überflüssig. Wer will so ein glatzköpfigen Mumie dann halt irgendwie sehen. Ne? Das braucht man nicht unbedingt. Hier auch noch zu erwähnen, die Originalfiguren waren halt so, genauso wie bei Lion-O, dass du hinten so einen Batteriestift reinstecken konntest und da fingen die Augen an zu leuchten. Gab zwar auch Varianten, wo das nicht der Fall war, aber die Hauptvariante, die hatte auch leuchtende Augen und die Funko-Figuren, die modernen, die kommen ohne dieses Action-Feature quasi aus. Also sind halt nur beweglich, sehen in meinen Augen halt gut aus, ergeben gute Kontrahenten, also kann man sich schön irgendwo ins Regal stellen. Der einzige Wermutstropfen, hierbei jetzt nicht, weil es halt eben wirklich funktioniert, ist halt, dass die eben als sehr anfällig gelten, was die Beinpartie anbelangt. Und halt viele Leute haben halt Bemalungen eben kritisiert. Was ich jetzt hier wahrscheinlich kritisieren werde, ich hoffe, ich kriege es hin, dem die Waffe in die Hand zu geben. Das stellt sich so ein bisschen als schwierig, um nicht zu sagen, gerade für mich ein bisschen unmöglich. Also, ist es wahr? Nee. Also links, rechts kriege ich die Waffe nicht rein. Ich versuche es mal hier auf der linken Seite, weil da scheint der Daumen ein bisschen weiter abzustehen. So, also links kriege ich die Waffe rein, das muss reichen, das andere würde mir zu kompliziert werden, ist halt ein Linkskenner, soll auch mal vorkommen, ne? So, und das ist der Mumion in seiner ganzen Pracht. Keine schlechte Figur, habe ich relativ günstig für 13 Euro bekommen, inklusive Versandkosten, allerdings, weil ich auch Mitglied bin sozusagen, ne? Naja, nette Figur. Empfehlenswert. Ich habe auch online keine großartigen Ausfälle bei der beobachtet. Im Gegensatz zu Pantro, wo jetzt überall, besonders auf den englischen Seiten, halt steht, dass die Beine abfallen. Bei Lion-O hast du das auch nicht.
Bei Lion, oh, das ist mir bei der Review hier gar nicht aufgefallen. Wird man hier wahrscheinlich auch nicht sehen. Aber als ich mich da noch ein bisschen kundiger gemacht habe, nachdem mir das mit Pantro passiert ist, hier unten an der Boxershorts, das habe ich nicht geklebt. Da sieht man so ein kleines Klebeding. Das geht auch gerne auf. Jetzt nicht, das ist der Vorführeffekt. Das ist auch so ein Zeichen der etwas ja, schlechteren Verarbeitung. Also das sind Sachen, die wirklich schön im Regal stehen können, aber so richtig fest sind die nicht, beziehungsweise die haben gute Punkte. Also Arme und Oberkörper scheinen echt fest zu sein, auch der Kopf, aber die haben halt an diesen Beingelenken tatsächlich diese Sollbruchstellen. Naja, wie ich finde, ich freue mich auf die zweite Wave, wenn sie denn nicht rauskommt, wenn, ich sag mal, wenn dann alle meckern, nee, das war nix, Qualitätskontrolle etc. pp. Vielleicht verzichten wir auf die zweite Wave, aber ich würde mich schon freuen, wenn die auch rauskäme, weil auch dieser Movion eine schöne Ergänzung in der Thundercats-Linie ist und auch etwas dazu beiträgt, diese Serie noch am Leben und im Gedächtnis zu halten. Schaltet auch bitte beim nächsten Mal ein, hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Tschüss!